Thomas hat einen Aufsatz geschrieben, einen schönen Aufsatz. Thema deutsche Leitkultur. Dieses Thema durfte er frei wählen. Eine gute Wahl. Denn es gibt viele tolle Worte mit Kultur. Hochkultur, Kulturattaché oder Kulturbeutel. Aber leider gibt es auch doofe Worte mit Kultur. Kulturschock, Kulturmuffel oder Kulturbanause. Dann schläft man in der Kuhle, frisst aus dem Napf und betreibt Rudelbums. Das will Thomas nicht. Thomas hat seinen Aufsatz ordentlich gegliedert. Das ist wichtig, denn Ordnung ist das halbe Leben. In Punkt 1 sagt er, wir sagen unseren Namen, wir geben uns die Hand zur Begrüßung. Ja, genau so ist das im Kindergarten. In Punkt 3 von Thomas' Aufsatz geht es um Leistung, Bildung und Erziehung. Die Migranten kennen das noch nicht so gut und deshalb muss man ihnen solche Werte erklären. Ein bisschen guten Willen kann man ja wohl erwarten. Also, liebe Ausländer, Deutschland in Schlagworten. Autobahn, Wurst, Mannschaft, Kartoffel, Fahrradhelm, Urimat. Bei Rot warten Nutella, Schlager, Fleischmahlzeit. Es gibt ja auch einige Beispiele von Ausländern, die sich sehr gut angepasst haben. Zum Beispiel die Kelly Family. Die sind zwar dick und sehen nicht so hübsch aus, aber missbrauchen ihr Gastrecht nicht. Weitere Beispiele für gelungene Integration: Roberto Blanco, Boni M und Silvi Mais. Schwierig hingegen ist es mit Xavier Naidoo, dem Reichsbürger der Herzen. Der Erlöser kommt aus Mannheim und ist südafrikanisch, indisch, deutscher, irischer Abstammung. Das ist wohl eine Wurzel zu viel. Und man kann schon mal durch den Titel kommen mit der Leitkultur und wirres Zeug erzählen. In Punkt 10 geht es bei Thomas um das kollektive Gedächtnis. Karneval, Volksfeste, die heimatliche Verwurzelung, Marktplätze, Gerüche, Traditionen, landsmannschaftliche Mentalitäten. Das hat er gut und vor allem sicher aufgezählt. Was Thomas in seinem Aufsatz vergessen hat, macht es eigentlich einen Unterschied, wenn man den rechten Arm hebt, um ein Einmachglas aus dem Kellerregal zu holen oder ob man bei einer Björn Höcke-Rede gerade so in Wallung geraten ist? Fassen wir am Schluss noch mal zusammen, was uns Thomas in seinem Aufsatz eigentlich sagen wollte. Erstens, Geiz ist geil. Zweitens, hoffentlich ist es Beton. Drittens, gut eingeweicht ist halt gewaschen. Viertens, nogger dir ein. Und Punkt 5, die Deutschen in einem Satz, Mann sind die Dickmann. In genau diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend.